Was geht ab, Leute? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure GoPro als Webcam nutzen könnt und das sogar komplett kostenlos. Aber bevor wir weitermachen, nochmal eine ganz wichtige Sache. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ihr den Content Creatern helft, indem ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lasst oder den Kanal abonniert oder auch mal einen Kommentar da lasst. Kostet euch im Endeffekt nichts und ihr profitiert auch im Endeffekt davon. Also runter, Button smashen. Noch ein ganz wichtiger Hinweis vorneweg, das Ganze funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt nur mit der GoPro 8 und mit der GoPro 9. Falls ihr eine andere GoPro habt, dann probiert es doch einfach mal aus, ob es bei euch mittlerweile funktioniert. Oder je nachdem, wann ihr das Video seht, schaut einfach auf der GoPro-Webseite vorbei und schaut, ob eure Kamera mittlerweile aufgeführt ist. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich sie euch. Was ihr braucht, ist eure GoPro mit der aktuellsten Firmware. Wie man die Firmware aktualisiert auf der GoPro, habe ich auch schon mal auf meinem Kanal gezeigt. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch einfach mal die Playlist mit allen GoPro-Videos. Und ihr braucht auf jeden Fall ein USB-C-Kabel. Am besten nutzt ihr das mitgelieferte USB-C-Kabel, denn das ist ein 3.0er-Kabel und so eins braucht ihr. Wichtig dabei ist, dass es auch ein Datenübertragungskabel ist. Am besten nutzt ihr das mitgelieferte und falls das zu kurz sein sollte, braucht ihr eventuell vielleicht ein neues oder eine Verlängerung. Für den nächsten Schritt wechseln wir einfach geschmeidig an den Rechner und laden uns die GoPro Desktop-App herunter. Wichtig natürlich ist, ob ihr Mac- oder Windows-User seid, dementsprechend die richtige Software runterladen. Kleiner Hinweis, für Windows ist es im aktuellen Zustand die Beta-Version, aber ihr könnt sie trotzdem runterladen und ganz normal installieren. Dafür drückt ihr entweder hier auf Mac-Nutzer oder auf Windows-Nutzer, kommt direkt an die richtige Stelle und hier kommt ihr auf, bei dem Windows zumindest, auf eine Facebook-Gruppe und könnt dann über diesen Link hier, den packe ich euch aber einfach mal direkt unten in die Videobeschreibung, die Software herunterladen. Wenn das Programm installiert ist, klickt ihr doppelt drauf. Es öffnet sich nur in der Taskleiste, das seht ihr hier unten. Und hier ist dann ein kleines GoPro Webcam Symbol. Als nächstes schließen wir die Kamera mit dem USB-C-Kabel an, schalten sie ein und warten, bis der Webcam-Modus aktiviert ist. Und falls es nicht direkt funktionieren sollte, probiert einen anderen USB-Port aus oder schaut der neue GoPro nach, denn unter Einstellungen und Verbindung sollte GoPro Connect ausgewählt sein, denn den braucht man, um die Datenübertragung bzw. um den Webcam-Modus zu aktivieren. Ist die Kamera angeschlossen, warten wir einfach, bis sich der Webcam-Modus aktiviert hat und sehen dann eine aktive Verbindung, indem hier ein kleines blaues Bällchen oben bei dem GoPro-Logo aktiv ist. Dann können wir auch mit der rechten Maustaste raufgehen und auf Vorschau klicken. Es eröffnet sich ein kleines Fenster, das können wir auch größer ziehen. Und dann sehen wir auch schon direkt das Bild. Unglaublich, oder? Und bei dem GoPro-Logo hier unten können wir unter Lens-Modus aktivieren, welcher Modus dann aktiv sein sollte. Das ist ein bisschen zu eng für meinen Bildausschnitt gerade, aber falls ihr euch das genau wünscht oder den linearen Modus eher bevorzugt, dann könnt ihr den aktivieren und habt nicht so dieses Fischei. Jetzt könnt ihr einfach eure Software, die ihr für eine Videokonferenz, zum Beispiel Zoom oder Microsoft Teams oder sowas, aktivieren. Geht in die Einstellung, geht dann unter Video und dann wählt ihr hier unten aus GoPro Webcam. Das Ganze verbindet sich kurz und dann seht ihr direkt die Webcam hier im Programm. Und so einfach ist das Ganze. Wichtig zu beachten, es ist kein 4K oder 5K Videosignal, was übertragen wird, sondern laut GoPro Webseite nur ein Full HD Videosignal. Und der Ton muss auch separat abgegriffen werden, denn der läuft nicht über die GoPro und das USB-Kabel, sondern ihr braucht irgendwie ein Mikrofon oder das Mikrofon vom Laptop oder ein Headset oder sonst irgendeine Audioquelle. Aber was haltet ihr davon? Habt ihr eure GoPro schon mal als Webcam benutzt oder würdet ihr das gerne machen oder bevorzugt ihr doch eher lieber DSLRs, DSLMs als Webcam-Ersatz, dann schreibt es gerne runter in die Kommentare und schreibt auch gerne rein, wie euer Weg ist. Vielleicht nutzt ihr auch eine Capture-Karte über HDMI oder sonst irgendwelche anderen Wege, dann schreibt es gerne unten rein, lasst uns da gerne austauschen und das ganze Thema noch größer machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.